Hallo und herzlich willkommen zur Roadmap für den Oktober 2024. Eine Roadmap, von der ich von vornherein sagen würde, sie ist nicht allzu spannend. Da ist jetzt für den deutschen Bereich jetzt nicht extremst viel Interessantes dabei, aber das Highlight an dieser Stelle ist hier eine Strecke von TSG, von Trains in Germany, von der wir nicht wissen, welche Strecke das ist. Ansonsten alles andere bleibt für uns aus dem, mit Fokus auf dem deutschen Bereich so wie bisher. Und wir gucken einfach mal, ja, einfach mal rein in die Roadmap und schauen mal, was sie für uns zu bieten hat. Und zwar erstmal das Free Starter Pack. Das sollte ja eigentlich nur bis zum 17. Oktober für den TSW kostenlos erhältlich sein, damit man eben auf TSW 5 upgraden kann. Jetzt wurde diese Phase allerdings, weil es eben so gut funktioniert hat, weil es so extrem gut angekommen ist, ausgeweitet für bis Neujahr. Das heißt also, für diejenigen, die jetzt bisher immer noch nicht Transomelt 5 ausprobiert haben, die haben immer noch ganze 2 weitere M Monate die Möglichkeit, sich TSW 5 kostenlos runterzuladen und ja, es weiterhin mal auszuprobieren. Also wenn ihr irgendwelche Freunde, Freundinnen habt, wo ihr sagen würdet, probier es doch einfach mal, fahr doch mal einen Zug, vielleicht macht's Spaß, könnt ihr auf jeden Fall da TSW 5, das Free Starter Pack, weiterhin bis zum Ende des Jahres empfehlen. Was kommen wird, und zwar am 29. Oktober und damit die nächste Strecke für Transomworld 5, beziehungsweise das erste DLC für TSW 5, ist die amerikanische Strecke MBTA Commuter von Boston nach Worcester bzw. Farmingham Line mit der MBTA HSP 46 Diesellok sowie einer MBTA F40PH-3C und den BTC und CTC Coaches. Das sind also Doppelstock- und einstöckige Wagen. Genau, hier sind so ein paar Fotos vom Reference Trip. Das hier ist Adam, glaube ich, der bei DTG für die Sounds zuständig ist. Ja, genau. Refresh and upcoming future add-ons. Hier wird ein bisschen was zum GWE Remaster gesagt. Für uns jetzt mal nicht so relevant. Relevant eher die Pfälzische Ludwigsbahn in Mannheim, Karlsruhe. An dieser Stelle vielleicht das Wichtigste, die wichtigsten Daten. Die Strecke wird im Fahrplanjahr 2014 spielen. Wir werden als Rollmaterial die Baureihe 111 haben im Regionalexpressverkehr, das heißt also mit Dostos, so wie es eben 2014 auch der Fall war. 111 müsste allerdings, wenn ich das richtig im Kopf habe, an dieser Stelle ein Einholmstromabnehmer sein und nicht der Schernstromabnehmer wie bisher. Das heißt also, vermutlich, wenn DTG das tatsächlich umsetzen sollte, wird immerhin die 111 mit richtigem Stromabnehmer geliefert. Baureihe 425 wird ebenfalls wohl mit dabei sein. Dann hier, ja, Cardiff City Network ist weiterhin in Arbeit. Tadami Line von Union Workshop, die erste japanische Strecke, ist in Arbeit. Den Screenshot kennen wir auch schon. Die niederländische Strecke, auf die ich mich besonders freue, mit dem IC M3 Koplopa und dem SNG, dem Sprinter New Generation, freue ich mich auch sehr darauf. Das werden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ausführlich angucken. Das wird ziemlich cool. Dann hat Alan Thompson Simulation, beziehungsweise Alan Thompson Sim, endlich erzählt, welche Strecke sie bauen, nämlich Manchester Airport Commuter. Mit einem Screenshot mit den neuen Airbus-Modellen, die wir auch mittlerweile im Spiel haben, sieht schon ganz cool aus, muss ich sagen. Ja, und hier ist noch ein bisschen was von Alan Thompson, was die so ja, erzählt, also so ein bisschen, was er eben macht. Es ist 27 Meilen an Strecke, Manchester Airport Commuter. Hier noch ein Screenshot vom Flughafen aus Manchester. Sieht schon gut aus, muss man sagen, ne? Also hier auch guckt euch mal hier diese nassen Texturen auf dem Boden an. Hat auf jeden Fall was, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum es nass ist, weil das Ganze überdacht ist. Aber ne, das Ganze ist ein sehr früher Work in Progress, denke ich mal nach wie vor. Hier noch ein Screenshot von der Strecke. Wir sehen hier viele Details am Rand, viel Vegetation, die verbaut wurde. Die Eisenbahninfrastruktur ist vorhanden. Die Oberleitung sieht an dieser Stelle eigentlich schon ziemlich gut aus. Also, ich glaube, da können wir auf jeden Fall was Gutes erwarten. Ein paar Highlights von der Strecke: Manchester Airport Station und Airport Skywalk at Night, was auch mal das genau ist. Wenn wir uns auf jeden Fall zusammen angucken, ich denke mal, das wird eine Strecke sein, die ich euch vorstellen werde. Was haben wir sonst noch? Airport Line with Runway and Approach Lights. Das heißt also, nachts wird die Landebahn auch so schön leuchten. Auch irgendwas Interessantes: Neutral Sections sind verbaut.
Carpark, Turnback Sidings, Stockport Station and Stockport Viaduct, Day and Night. Okay. Was auch immer das genau heißen soll, das wird wohl auch aus dem Flughafen sein. Ja, da kennt man hier diese Rolltreppen, die gar nicht als Treppen sind, sondern eigentlich nur so Rollbänder sind aus dem Flughafen. Übrigens nicht für Leute, die dabei stehen bleiben, sondern eigentlich nur noch schneller sein wollen. Also bitte immer die nur benutzen, wenn man geht und nicht einfach steht. Das ist immer fürchterlich, ne? Man möchte irgendwie sehr schnell sein, weil man zum Flug muss und dann macht sich jemand auf diesen Bändern so richtig, richtig breit, dass man nicht mal dran vorbeigehen kann. Das sind wirklich die schlimmsten. Naja, West Coast Mainline von Preston nach Carlisle von Just Trains kennen wir auch. Wissen wir auch schon länger, denn hier gibt es ein kleines Update vom Leavenmouth Branch, der für Rivet Games Strecke Five Circle Line noch kommen wird. Ne, auch hier wird dann eine Streckenerweiterung praktisch noch kostenlos dazukommen, die Rivet Games damals versprochen hat, dass sie noch kommen wird. Und das Ganze ist bereits hier Work in Progress, kann man sich hier schon mal angucken. Sieht soweit so okay aus. Ich bin kein großer Fan von den Vegetationsobjekten, von den Bäumen, die Rivet Games verbaut, weil ich habe immer das Gefühl, dass sie exakt den gleichen Baum nur verbauen. Ne? Also das ist irgendwie so null Abwechslung. Das ist so etwas, was konsistent auf Rivet Games Strecken zu sehen ist. Also ich mag das irgendwie nicht, das. Also wenn man das mal vergleicht mit dem hier, also hier sind so viele unterschiedliche Typen an Vegetation mit unterschiedlichen Farbtupfern dann, das sieht irgendwie deutlich besser aus. Aber gut, der Rest dafür, ne, hier und da so ein paar Spielereien. Mal gucken, ob Rivet Games die Strecke noch retten kann. Sie hat ja damals einen unfassbar schlechten Release gehabt, auch vollkommen zu Recht, ehrlicherweise, weil der Release einfach nicht gut war. Hier auch interessant, diese Stelle. Es scheint wohl so ein stillgelegtes Gleis zu sein, ne? Ja, ne, also da hoffe ich auf jeden Fall mal, dass Rivet Games sich hier Mühe gegeben hat. Ansonsten, ja, sieht soweit so gut aus, ne? Hier so ein Parkplatz. Bisschen Infrastruktur ist auf jeden Fall vorhanden. Hier noch ein Kreisel, eine Brücke, da vorne ist noch ein Gebäude. Die Straße hat sogar Straßenmarkierung. Ja. Also es könnte, glaube ich, ganz okay aussehen. Wir sind gespannt. Auch hier nochmal vom Leavenmouth Branch. Ja, ne? Ja, hier so ein paar Arbeiter. Das gefällt mir ganz gut von der Szenerie her. Sieht schon gar nicht mal so übel aus. Dann, was von Sky Games eben kommen wird, ist noch ein Log- bzw. Gameplay-DLC eben mit dem Leavenmouth Rail Link, mit der ScotRail Class 158 in dieser Sonderlackierung. Auch das ist nichts Neues. Skyhook Games wird ein Gameplay-Pack für Midland Mainline ebenfalls noch bauen. Also ich denke mal, das müsste Midland Mainline sein. Ja, wobei, das ist nicht Midland Mainline, ne? Hier der Zug, das ist doch in London. Achso, das könnte für. Achso, das ist das für West Coast Mainline. Ich glaube, das ist für West Coast Mainline. Müsste, glaube ich, ne? Ja, dann wird noch was. Das ist wieder ein bisschen interessanter. Zu der Baureihe 101 zu dem Expert-DLC gesagt, und zwar zu den entsprechenden Updates. Und Folgendes wird kommen, und da freue ich mich sehr. Expert-Fahrplan für die Kinzigtalbahn, dann der Expert-Fahrplan für Bremen-Oldenburg wird ebenfalls kommen. Wusste ich nicht, dass das in Arbeit ist. Das finde ich ist eine sehr coole und positive Überraschung. Dann wird auf Dresden-Riesa die Baureihe 406 von der 411 ersetzt im Expert-Fahrplan. Dann beim Steuerwagen gibt es da so ein paar Fehler, die dort behoben werden, und zwar unter anderem und auch bei der 101 werden da so ein paar Fehler behoben. Und was auch neu implementiert wird, ist ein LZB- und PZB-Test, ein Übertragungsfehler. Genau, und LZB-Übertragungsfehler können auch tatsächlich dann als Störung auftauchen im Fahrplanmodus, als zufällige Störung. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, LZB-Übertragungsfehler. Gibt es auch beim ICE3 hart gecodet, glaube ich. Oder auch mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passiert. Uns ist das schon mal nämlich auch mit der 403 passiert von Kassel-Würzburg. Die kann das, glaube ich, auch. Auch wenn das natürlich nicht so realistisch dargestellt wird, dann wie beim Steuerwagen. Und bei der 101er und beim Steuerwagen haben wir neue Suspension Physics, also beim Steuerwagen zumindest.
Dann haben wir, dass die Windschutzscheibe endlich den Regen gescheit darstellen wird. Dann wird der Steuerwagen das IC-Logo noch bekommen. Das hat ja erstmal gefehlt. Realistischerweise muss man sagen, das war ja nicht auf allen Steuerwagen drauf, dieses Intercity-Logo, aber jetzt wird das auf jeden Fall noch kommen. Und was ich auch cool finde, added door keys for cab car and coaches. Das heißt also, wir können gespannt sein auf den Conductor-Mode. Das könnte auf jeden Fall zumindest in Vorbereitung dessen sein. Do. Additionally, you may have noticed that we've added a new DE route, also eine neue deutsche Strecke, to the October 24 Roadmap Asset, coming from the TSG Team, also eine neue deutsche Strecke von der TSG Mannschaft. And whilst we are not ready to talk about this yet, we look forward to sharing more details in following up Roadmap Articles. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Eine neue TSG-Strecke. Und ihr erinnert euch an das Video von Lukas, wo ich ihn interviewt habe, auf der Gamescom, und der gesagt hat, dass wir mit dieser Strecke Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres rechnen können. Das heißt also, es kann schon relativ bald sein, der Release der Strecke oder zumindest die Ankündigung dieser Strecke. Also haltet Augen und Ohren offen. Gerade hier bei mir auf meinem Kanal möchte ich an dieser Stelle mal einfach nur mal gesagt haben, werdet ihr auf jeden Fall die neuesten Informationen ganz frisch dazu immer bekommen zu der Strecke. Ein paar Patches, die released worden sind. Dann wird der erste größere Patch kommen, Post-Release-Patch, wo die Baureihe 114 Bremsen gefixt werden. Eine Lücke zwischen den 411er Wagen und die digitalen Displays werden ebenfalls geupdatet, sodass sie sich auch mit dem Zug mitbewegen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie es nicht tun. Genau, ansonsten noch für San Bernardino und West Coast Mainland, das könnt ihr euch selbst gerne durchlesen. Für den FlixTrain haben wir den Distributor Release Valve can now be interacted with. Okay, Exterior Brake Indicators will display as expected. Genau, also die Bremsanzeigen außen am Zug, die rot oder grün sind, die sind jetzt, funktionieren jetzt auch gescheit. Hosepipes of the Talbot Coaches are now connected to the gangway. Okay, das ist auch gut. Brakes no longer release by themselves if cab is deactivated. Das ist doch auch sehr, sehr gut. Es gibt auch noch viele weitere kleinere Fixes, aber das sind jetzt mal nur so die großen, die jetzt hier dargestellt worden sind. Dann gibt es noch was zum Track Shadow Rendering, wo unter anderem fälschlicherweise suggeriert wurde, dass Track Shadow Rendering für alle alten Strecken, die mal auf so einer Liste genannt worden sind, sofort zu Release von TSW 5 kommen werden. Das ist nicht der Fall. Das war leider falsch kommuniziert. Hat sich irgendwo ein Fehlerteufel eingeschlichen. Genau, also, aber hier könnt ihr auf jeden Fall nachvollziehen, was da gerade der aktuelle Stand ist. Und ja, was haben wir sonst noch? Community Corner, noch so ein paar Foto-Mode-Screenshots. Sieht auf jeden Fall ziemlich schön aus. Ne, Fotomodus, wisst ihr, benutze ich auch sehr gerne. Toll, toll gemacht. Und noch eine Mastery-Challenge interessiert mich nicht so sehr. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, kommt da vorbei am 12. und 13. Oktober. Und zwar am Kanal von DTG. Das ist ein Stream, wo Geld gesammelt wird für Special Effect, für eine Charity. Matt Pattelson wird da streamen und es werden die ein oder anderen Gäste eingeladen zu dem Stream. Also hier steht's: With special guests and ambassadors joining in throughout the event. Also, ja, kleiner, das ist der sogenannte Wink mit dem Zaunpfahl, wenn ihr Lust habt, am 12. oder 13. da dabei zu sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein paar Gesichter wiederzuerkennen. Ne? Nur so als kleiner, noch so als kleiner Vorschlag meinerseits, falls ihr nichts Besseres zu tun am Wochenende. Gut, das war's von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Heute mal keine so interessante Roadmap. Ich bin mir sicher, die nächste wird interessanter mit Informationen zu der nächsten Strecke von TSG. Da sind wir vermutlich auf der nächsten Roadmap schon weiter als heute. Aber so ist es halt eben manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel aus UK wäre, hätte man sich sehr gefreut über die Roadmap. Da gab es nämlich sehr viele Informationen aus Deutschland und den USA, heute eher so lala. Aber das ist auch mal okay. Es muss ja nicht jedes Mal extremst viel sein an Neuigkeiten. Wir hatten ja doch einige Neuigkeiten, die auch ganz interessant sind. Unter anderem eine neue Strecke, auf die wir uns freuen können, nämlich von TSG. Macht's gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.